Hallo Leute, heute möchte ich euch meinen neuen Prozessor vorstellen. Und zwar handelt es sich um den neuen i7 3820er. Ich habe den jetzt hochgetaktet mit einem FSB von 127. Ich zeige es euch mal. Ja, da unten seht ihr es. 127 auf 4,7 GHz. Der Multi hat sie jetzt runtergesetzt, weil im Idle ist klar, ist nicht viel. So. Kann man es jetzt ein bisschen schlechter erkennen wegen der Fotoleuchte. Kann man die mal zuhalten. So. Dann sieht man das auch besser. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Mit 1,376 Volt. Unter Last geht die Voltzahl ein bisschen runter auf 1,352 Volt. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von der CPU. Sie rennt Hölle. Ich zeige euch mal die paar Werte. Ihr seht, 1M 8,020 Sekunden ist schon, denke ich, sehr gut. So, ich werde mal was starten. Falsch. So. Und hier könnt ihr sehen, 4,7 GHz mit 37er Multi. Hier sind die Temperaturen. Ich denke, mit Luftkühlung, da kann sich das sehen lassen. Das sieht ganz gut aus. Für die Asus Freaks können Sie einmal noch mal hier gucken nach den Einstellungen, was Sie da vornehmen sollten, können. Vielleicht habt ihr noch Verbesserungsvorschläge für mich. Einfach posten. Ich bin für alles offen. Das sind meine Einstellungen, die ich gemacht habe. Man kann das alles sehen, hoffe ich. Jo. Das ist somit das erste, was ich euch mal zeigen wollte. Wer Interesse hat, ich werde nochmal Aquamark benchen mit den 4,7 GHz und meiner GTX 570 und hoffe, dass ihr dann auch mal wieder reinschaut. Also viel Spaß noch, bis dann, tschüss!